Der Snatch, auch Reißen genannt, ist eine Übung, bei der die Kettlebell einhändig explosiv bis über den Kopf gebracht wird. Wir haben im Prinzip die gleichen Effekte wie beim Swing. Das heißt, wir haben eine explosive Hüftstreckung, wir haben ein sehr gutes Kraftausdauertraining. Gleichzeitig wird die Schulter und die Griffkraft auch noch mittrainiert. Wer es ausprobiert mit einer etwas schwereren Kugel, merkt, es ist im Prinzip ein explosives Ganzkörper-Kraftausdauertraining. Wir fangen an mit einem einhändigen Swing, bei der die Kettlebell mindestens bis auf Kopfhöhe hochgeschwungen wird, denn dann haben wir die explosive Hüftstreckung, die wir haben wollen. Das ein paar Mal üben. Als nächstes kommt die Übung High Pull hinzu, das heißt an der obersten Position wird der Ellenbogen etwas nach hinten gezogen. Nach oben hinten, dabei ist wichtig, dass der ganze Bauch- und Rumpfbereich stabil bleibt. Der Ellenbogen wird über Schulterhöhe nach oben hinten gezogen. Der dritte Schritt ist dann, dass wir die Bewegung umkehren, das heißt an der oberen hinteren Position ein-, zweimal nochmal schwingen, nach oben hinten reißen und dann wird die Kettlebell nach oben durchgeschlagen. Das heißt, nachdem der Ellenbogen nach oben hinten gezogen wird, wird der Arm aktiv nach oben durchgeschlagen und an der obersten Position ist der Ellenbogen gestreckt, die Schulter ist hinten unten, der Bauch ist angespannt und der Arm ist etwa auf Ohrhöhe. Von dort aus geht es nach hinten, indem die Kettlebell dicht am Körper nach unten hinten gezogen wird. Im Unterschied zum Swing bewegt sich die Kettlebell dicht am Körper, fast senkrecht vor dem Körper hoch, wie ein Clean, bloß bis in die Überkopfposition.